los! Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports und willkommen zurück zu World of Tanks. Ich bin im Jagdpanzer 2, bin auf Highway und das Matchmaking ist irgendwie, naja, ich weiß nicht, 4 Fünftel 8er, 3 9er und 1 10er. Geil. Also der 10er, der freut sich gerade jetzt, weiß nicht was. Wir haben T57 Heavy und der Gegner hat einen Kinderwerfer. Naja, gut. Ich fahr mal nach links. Und, ja, toll. Was machen denn die Mediums? Warum fahren unsere Mediums nicht dahin? Nein! Ja, immerhin keine Arti. Muss ich ja wenigstens keine Angst haben, dass ich hier gleich einen One-Shot kriege oder so. Trotzdem ist das irgendwie nicht so cool. Es kann übrigens sein, dass das für längere Zeit das letzte Video Jagdpanzer 2 ist, denn mir fehlen nur noch 10.000 oder 15.000 XP und das werde ich wohl dieses Wochenende auf jeden Fall durchfahren. Das heißt, ihr könnt euch demnächst freuen auf Jagdtiger 88, nicht Jagdtiger 88, was erzähle ich denn? Jagdtiger normal. Der ging voll durch ihre Panzerung. Miep, miep. Oh, ich bin offen. Juhu. Hallo Lorraine, du bist im Reload. Jetzt nicht mehr. Ich verkrümmel mich. Miep, miep. Au. Geh doch weg. Also das habe ich auch noch nicht erlebt, dass auf A1 die Mediums da keinen Bock haben hinzufahren. Und dass gerade unser 10er jetzt dahin fällt. Was ist denn das? Unser einziger 10er, der T57, fährt nicht in die Stadt. Und da ist ein CDC. Na? Hallo CDC. Ich mach dicke Löcher, mein Freund. Ah, da ist er auch weg. Sehr gut. Ich muss allerdings auch aufpassen. Die Lorraine hat mich hier zum One-Shot degradiert. Und es steht gerade mal 2 zu 1. Ja. Pershing. Du bist der Medium. Ich fahre da als TT nicht alleine hin. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen abwarten, dass hier auch mal ein paar Gegner aufgehen. Vielleicht macht der T54 da unten mal was auf. Wobei, selbst wenn, ich glaube, ich stehe nicht nah genug dran, dass ich die sehen könnte. Und dass der T57 da jetzt alleine hin jolot, ist natürlich auch irgendwie uncool. Zumal der Babywerfer auch noch nicht offen war. Da ist ein Borsig, an den ich nicht rankomme. Ich komme hier ran, wenn ich Stück vor. Ah, jetzt geht er dazu. E75, wie steht's? Vielleicht sollte ich mal irgendwie. Komm, Ziel 1, Ziel 1, Ziel 1 sein. Ja, nice. Und gekettet. Ha, ha. Bleib mal noch ein bisschen stehen. Noch 4 Sekunden, dann kriegst du noch eine Kelle von mir, mein Freund. Der ging nein! Nicht durch. E75 auf die Seite, der ging nicht durch. Ach, das ist doch nicht schön. Okay. Das ist irgendwie ganz komisches Gefecht. Wo sind denn die ganzen Gegner? Also der T54 ist jetzt fast am gegnerischen Cap und hat noch nichts aufgemacht. Ich meine, da sind 4 Borsigs im Gegnerteam. Wo sind die denn? So, T57 rückt jetzt nach. Da ist ein Ferdinand. Oh, und der Schuss fällt runter. Ah, Mist. Und der Ferdi kommt, glaube ich, nicht nochmal ins Schussfeld, so wie das aussieht. Nee, der fährt hinten den Gleisen lang. Oder? Ferdi? Ja, nee, komm ich nicht ran. Da sind die Borsigs. Da ist natürlich gerade der Brückenpfeiler im Weg. So, da laden wir nochmal HE. Also bei 3 Borsigs, die vor einem stehen, kann man ruhig mal HE laden. Wobei die jetzt alle wegfahren.
Nee, der bleibt stehen. Hallo Borsig, ich hab HE für dich. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Und tschüss. Oh, mein Freund. Bleib stehen. Ach, Mist. Ferdi, komme ich nicht ran. Ich glaube, die haben den Braten gerochen, die Borsigs. 7 zu 7. Wo ist... Ah, der Kinderwerfer ist in der Stadt, alles klar. Ich lade nochmal HE für die zwei Borsigs da vor uns. Ich hoffe, dass der T-54 mit dem... Oh, ich glaube nicht. Der Ferdi macht den fertig. Mist. Jetzt sind wir hier natürlich noch blöd. Ah, okay, der T-57 pumpt sein Magazin in den Ferdi und da ist ein Borsig. Hallo, ich hab HE. Oh, meine letzte HE-Kugel. Ich glaube, das Gefecht geht verloren. Aber immerhin. Die Borsigs werden ziemlich... Das war's ah. Ja, da war ich tot. Da wollte ich dann doch am Ende irgendwie noch zu viel. Aber ich sag's mal so. 4200 Schaden. Und schön HE in die Borsigs reingepumpt. Obwohl, jetzt steht 12 zu 12. Das Problem ist jetzt nur, dass die haben noch zwei Heavys und den Babywerfer und wir haben den Indienpanzer, einen T-57 und eine, ach Gott, eine Flunder. Oder auch T-95 genannt. Und der steht bei uns einfach nur am Cap rum. Kommt T95, trifft den E95. Ja, schön. Der steht doch wunderbar zu dir. Den kannst du jetzt noch rausnehmen mit dem nächsten Schuss. Komm, das schaffst du. Wenn den rausnimmst, haben wir eine gute... Alles egal. Komm, komm, komm. Komm. Oh, was hast du denn für eine Nachladezeit, Kollege? Ah, geil, okay. E75 ist raus. Und unser Pershing, der schon lange tot ist, ja, beglückt uns mit geistigen Ergüssen, die wir wirklich nicht lesen wollen. Und ich vermute mal stark, dass der Kinderwerfer und der gegnerische Löwe jetzt zurückfahren zum Cap, weil der T-57 von uns capt. Und der Indienpanzer ist jetzt wieder zum Leben erwacht. Oh Gott, der hat die Stockgun drauf. Indienpanzer so schon ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ich glaube, oh, das ist auch noch, der ist relativ neu, der hat 4000 Gefechte. Da hat er sich natürlich nicht gerade die beste Linie ausgesucht, die er da geht. Zumindest als Anfänger ist das jetzt irgendwie, glaube ich, die Medium-Linie da nicht unbedingt das, was man am Anfang haben will. Ich sag nur Leo PTA. Also wenn man denen einen Anfänger gibt, ich glaube, der hört direkt auf mit World of Tanks. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir das jetzt durchcappen, noch 5 Sekunden. Ich würde mir es mehr wünschen. Ich habe übrigens alle vier, wir haben gewonnen, cool. Ich habe alle vier Borsigs, die ja im gegnerischen Team waren, beschossen. Ich müsste vielleicht doch wieder ein bisschen mehr HE in den Jagdpanther 2 packen. Das waren jetzt fast zu wenig Kugeln für den Spaß. Ah, war das ein Panzerass vielleicht? Aber ich bin gestorben. Oh, es war nur zweite Klasse? Ich mache 4198 Schaden und krieg nur zweite Klasse? Ja, gut, ne? Also ja, zweite Klasse, Wirkungsfeuerschläger. Dann gab es noch Unterstützer und Panzermeisterschütze. Verursachen sie in einem Gefecht den meisten Schaden über eine Distanz von über 300 Metern. Haben wir genau das gemacht, wofür ein TD da ist. Irgendwo im Busch hinten rumgestanden und geschossen. Ansonsten waren es noch 939 Erfahrungspunkte. Gerade mal 9 mehr als der T-34, der keinen Kill gemacht hat und auch gestorben ist und ungefähr 1000 Schaden weniger gemacht hat. Manchmal verstehe ich die Punktevergabe. Hat er noch irgendwie Spotting Damage? Ne, 280 und wir haben 40. Gut, 29.800 Credits plus und mit Tagessieg waren das 2.816 Erfahrungspunkte. Ja, das,
Nehme ich gerne mit, das Gefecht. Und das Lustige ist, guckt mal hier. Ich habe mit den HE-Kugeln keine Module beschädigt bei dem Borsix. Ach nee, stimmt ja nicht. Doch, hier. Geschütz und Ladeschütze und einmal Richtschütze. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, muss ich zugeben. Aber trotzdem, eine geile Runde. Und wie ihr seht, mir fehlen noch genau 10.000, na nicht ganz, 9.500 Erfahrungspunkte. Wenn ich jetzt mal die freie Erfahrung nicht mit reinzähle, die würde ich ja gerne dafür sparen. Und dann haben wir ja auch schon den Jagdtiger. Ach, du ahnst es nicht. Und da gibt es noch eine zweite Top Gun auf dem Ding. Da müssen wir doch gleich mal gucken. Und die kostet auch noch 64.000 XP. Oh. Was ist denn da anders? Naja, gut, die kleine Gun ist auch nicht so verkehrt. Die hat eine 246 Pen und 490 Alpha. Ich glaube, das ist die normale E75 Kanone. Und dann die Top Gun hat dann 276, also nochmal 30 mm mehr und macht auch nochmal mehr Alpha mit 560. Ist auch ein Ticken genauer, ansonsten schießt sie minimal langsamer. Also ich, gut, okay. Mit der sogenannten Stockgun auf dem Jagdtiger kann man also auch schon ganz gut arbeiten, würde ich sagen. Bei 246 Pen, die hat man auch mit dem E75, da kommt man auf jeden Fall locker klar damit. Die Ketten können wir auch mal kurz gucken. Okay, man hat 450 Kilo Luft. Ich befürchte fast, dass man für die Top Gun auch noch die Top Ketten braucht. Ja, braucht man, weil das sind genau 500 Kilo, die die Top Gun mehr wiegt. Ach, das ist... Manchmal möchte man Wargaming einfach nur umarmen und küssen für diesen Nerv. Aber egal. Lange geredet, wir springen mal noch in eine zweite Runde im Jagdpanda 2. Wir müssen ja noch leveln und mal gucken, ob die genauso gut läuft. Ich glaube es zwar ja nicht, aber ich gebe mein Bestes. Bis gleich. Legen wir los. Legen wir los in die zweite Runde mit unserem Jagdpanda 2. Ich habe hier noch eine Einladung bekommen von der Su 12244 für einen Zug, oder dynamischen Zug. Huch, deswegen musst du aber nicht gleich kuscheln fahren, mein Kollege. Außerdem hat die auch noch den 110er Heavy mit eingeladen. Wir sind Top-Tier auf Südküste. Ich fahre hier erstmal zum Standard-TD-Spot. Mal gucken, ob wir da rüber snipern können in das kleine Dorf. Löwe ist jetzt der Einzige, der da hinfährt. Wenn ich jetzt im E25 wäre, würde ich jetzt anfangen, hier die Häuser wegzuschießen, weil die natürlich den Gegnern da ganz gut Deckung liefern. Mit dem Jagdpanda 2 ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil der mit 9,65 Sekunden Nachladezeit jetzt nicht unbedingt dafür prädestiniert ist, anzufangen, da irgendwelche Deckung wegzuschießen. Im Zweifelsfall taucht da nämlich ein Gegner auf und man ist im Nachladen und kann nicht drauf schießen. Das ist ein bisschen blöd. Was der Jagdtiger 8.8 da unten macht, ist mir noch nicht so ganz klar. Ich glaube, er versucht da irgendwie Richtung den T34 zu zielen, aber... Ja, kommt da irgendwie nicht so richtig drauf, würde ich sagen. So, links ist gleich der ELC und der Löwe. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment okay, reißen. Ein KV-2 macht Blindshots. Das ist ja mal auch spannend. Ich dachte erst, dass das die Arti wäre, aber nein. Der kann mich nie im Leben gesehen haben. Ich war auf jeden Fall nicht offen und KV-2 ist auch, der ist einfach nur blind. Also der sieht nicht nur nichts, der ist blind. Eigentlich müsste ein KV-2 und ein KV-1 mit diesen drei blinden Punkten durch die Gegend fahren. Ich habe eine deutlich höhere Spotting-Reichweite. Aber spannend ist, dass ich ihn nicht sehe. Er muss also irgendwo stehen außerhalb der Spotting-Reichweite. Und ist, ich habe Glück gehabt, dass er nicht getroffen hat. Gut, er hat mir die Ketten beschädigt. Wow. Aber das ist jetzt auch egal. Vielleicht kriegt... Oh, da ist er. Da ist er, der Kollege. Ach, wieso kann ich jetzt... Schade. Da hätten wir doch lieber den IS nehmen sollen. IS-6. Ah, bleib doch mal hier da stehen. Der ging voll durch ihre Panzerung. So. KV-2, du müsstest noch ein Stück zurückfahren, dass ich auf dich wirken kann. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Oh, schöner Blindshot. Da ist der KV-2. Schade.
Dann nehmen wir doch lieber den Chevy oder was, T-37. Ja. Ne, das war nichts. Da hätten wir auf den schießen müssen. Aber auf den können wir nicht schießen. Aber jemand anders kann auf ihn schießen. Tiger 2 nicht in Schussreichweite, aber der KV-85 ist wieder zugegangen. Schade. Das sind zwei KV-2, sehe ich gerade. Na gut, dann nehmen wir nochmal den IS-6 da drüben. Komm, mein Freund. Wo stehst du denn? Ach, dort. In dem Popo. So, damit ist der weg. Jetzt haben wir da noch KV-2 rumstehen. Aber auf die kommen wir nicht. Dann gucken wir doch mal, dass wir rechts auf den IS-3 kommen. Drücken wir mal Hilfe. Vielleicht kommt ja jemand mit. Bei dem IS-3 kann auch mal eine APCR-Kugel nicht schaden. Wenn wir ihn nicht gerade von hinten kriegen, dann könnten wir die schon mal gebrauchen. F7, Hilfe! Ich müsste mal das Licht anmachen, ich sehe die Tastatur nicht. Nein! Och, ich bleib doch tatsächlich an dem Haus hier hängen. So, meine Teamkameraden sind beide schon tot. Und wo ist der IS-3? Spannende Frage. Zum Glück ist keine Arti da. Wir können also in aller Seelenruhe auf die Suche nach ihm gehen. Und der Jagdpanzer 2 bietet natürlich auch Qualitäten von dem TD, die nicht alle haben. Denn er ist schnell. Wo ist der hin? Und dreht... Oh, tatsächlich ist er da hochgefahren. Dreht relativ zügig. Wir nehmen erstmal den KV-85 raus. Der vor uns sitzt so wunderbar vor die Kanone. Und machen uns mal auf den Weg zum IS-3 da hoch. Ein bisschen Schaden würde ich schon gerne noch austeilen, weil so viel haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Au, da ist Brot. Shit. 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 Der wird uns, glaube ich, noch einen Schuss in die Seite geben. Kette beschädigt. Ja. Oh, der hat nur die Kette getroffen. Und der IS-3 geht zu. Interessant. Boah, was für ein geiler Snapshot. Dann nehmen wir mal den Tiger 2 als nächstes. Und der schießt mit APCR. Und ich glaube, der macht uns mit seiner DPM ins kaputt. Oh, wir haben Glück, er ist abgeprallt. Was für ein Glück. Da macht der KV-2. Den habe ich jetzt gar nicht erst gesehen. Aber immerhin, wir haben ihn noch getroffen. Schön in die Seite gezimmert. Und ich hoffe, dass ich mein Team jetzt so weit supportet habe, dass wir das noch gewinnen. Leider sind wir in beiden Gefechten gestorben. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass man viel Schaden macht und natürlich das Team supportet beim Sieg. In dem KV-2 habe ich leider einen Ticken zu spät gesehen. Da hätte ich vielleicht schießen können und noch zurücksetzen können, bevor er nachgeladen hat. Da habe ich ein bisschen geschlafen, aber mein Gott. Niemand ist perfekt. Der ELC hat... Ah, dammit. Aber schön, der E25 hat... Da auf den... Was war denn das? Auf den T-37? Irgendjemand... Das waren zwei T-37, okay. Und jetzt ist bloß noch der Prott da. Oh, und immer dieses Gold-Noob. Ich meine, ich verspreche mich ja auch öfters mal und sage Gold-Munition, aber es ist eigentlich keine Gold-Munition. Es ist Premium-Munition, die man auch mit ganz normalem Silber kaufen kann. Habe ich ja auch schon so oft erzählt. Auch wenn ich manchmal sage, oh, er schießt mit Gold, dann ist das irgendwie nicht negativ gemeint, sondern einfach nur, ich muss halt aufpassen, weil die Munition, dieser Munitionstyp halt mehr Durchschlagskraft hat. So, T28 Brot. Fahr doch noch mal ein Stück zurück, dann hast du, kriegst ein schönes Geschenk von dem ELC hier. Oder fahr halt vor, eins von beiden, auf jeden Fall, dass du hinter dem Felsen vorkommst. Oh, der E25 ist mutig. Und schreit jetzt erst nach Hilfe, geil, geil, geil. Ah, komm ich noch drauf auf ihn, nein. Schade, da ist er weg.
Das war jetzt schon ein bisschen lustig. Fährt da todesmutig vor und dann, huch, Hilfe. Ah, schön. Ah. World of Tanks hält immer manchmal noch so die kleinen Momente bereit. Gut, meine Teamkameraden sind beide schon weg. War das nicht gerade auch zweite Klasse? Bin ich irgendwie jetzt gerade verwirrt? Muss man nicht verstehen. Also es ist zweite Klasse. Wirkungsfeuer, Schläger und Großkaliber gab es diesmal. Wir waren vom Schaden nur 3200, fast genauso gut wie beim letzten Gefecht. Ein bisschen weniger, 1000 Punkte, aber 3200 Schaden ist mit dem Jagdpanther immer noch ein sehr geiler Wert. 3 Kills haben wir gemacht. Erfahrungspunkte technisch sind wir diesmal auf Platz Nummer 3 mit 825 XP. Ja. Die anderen beiden, die in dem dynamischen Zug waren, waren jetzt, also die Zu war noch okay. 1600 Schaden, das ist auf jeden Fall mit einem Tier 7 Panzer in Ordnung. Aber der 110er hat jetzt irgendwie nicht wirklich was geleistet mit 426 Schadenspunkten, aber egal. Aufgeklärt haben wir nichts. Unsere Panzerung hat noch 320 Schaden abgewehrt. Das war der Schuss vom Tiger 2. 18.700 Credits gab es plus. Sehr schön. Und 1237 Erfahrungspunkte. Ja. Zwei wunderschöne Matches im Jagdpanther 2, auch wenn wir jedes Mal gestorben sind. Aber das ist egal. Hab's ja schon thematisiert. Der Sieg ist halt wichtig, ne? Ich werde es am Wochenende natürlich noch weiter farmen, dass ich dann wirklich den Jagdtiger freischalte. Und ihr könnt euch dann, ich vermute mal, zum Ende der nächsten Woche oder vielleicht auch zum nächsten Wochenende auf ein Video von ihm freuen. Ich will nicht zu viel versprechen. Kann auch sein, dass es dann erst in der übernächsten Woche wird. Aber er wird auf jeden Fall demnächst in meiner Garage stehen. Und es wird auch natürlich mindestens, ach, ich vermute mal mehr als ein Video geben. Auf den bin ich ja schon eine ganze Weile scharf. Ja. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben da. Wenn ich zu viel gelabert habe, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.